Was bist du denn für einer? Kommst wohl nicht aus unserer Gegend. Du schaust irgendwie anders aus. Ein Prinz vielleicht? Suchst du jemanden? Deine Eltern? Dein Vater ist sicherlich so ein Fürst, der über viele Menschen und Länder herrscht. Ich bin hier ganz allein. Meine Eltern sind schon lange tot. Mein Vater war ein alter, aber sehr lustiger Mann. Und meine Mutter, sie war die beste Köchin von der Welt und hat für die sternflammende Königin gekocht. Sternflammende Königin? Wenn es gar jene mächtige Herrscherin wäre. Sag, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen. Sehen? Die sternflammende Königin sehen. Wenn du noch mit einer solch albernen Frage an mich kommst, so sperre ich dich wie ein Gimpel in mein Vogelhaus und verhandle dich der sternflammenden Königin und ihrer Jungfrauen gegen Speis und Trank. Dann mögen sie dich meinetwegen sieden oder braten. Seltsamer Mensch. Sehen. Die sternflammende Königin sehen. Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie je gesehen zu haben? Es ist eben jene nächtliche Königin, von der mein Vater mir so oft erzählte. Und klar ist, dass dieser Mann kein gewöhnlicher Mensch ist. Wahrscheinlich ist er einer ihrer dienstbaren Geister. Ich ein böser Geist? Wie er mich da anblickt, bald fange ich an, mich vor ihm zu fürchten. Was siehst du denn so verdächtig nach mir? Weil ich zweifle, ob du Mensch bist. Wie? Bleib zurück, sag ich, denn ich habe Riesenkraft, wenn ich jemanden packe. Wenn sich nicht bald von mir schrecken lässt, so laufe ich davon. Riesenkraft? Dann warst du mein Retter, der mich von dieser giftigen Schlange befreite. Schlange? Schlange? Schlange! Ist sie tot oder lebendig? Danke, mein Freund. Mein Bier. Schweig! Wer sind diese Damen? Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Sie sind vermutlich sehr schön. Ich denke nicht. Denn wenn sie schön wären, würden sie ihre Gesichter nicht bedecken. Papageno? Dann war es wohl hier.
Sie hat jedes deiner Worte gehört, als du sprachst. Sie hat jeden Zug in deinem Gesicht gelesen. Ja, noch mehr. Ihr mütterliches Herz hat beschlossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat dieser Jüngling, so sprach sie, auch so viel Mut und Tapferkeit, wie sie herzlich ist, so ist meine Tochter gewiss gerettet. Gerettet? Wie die Dunkelheit, was höre ich? Sie hat ein mächtiger, böser Dämon entrissen. Entrissen? Ihr Götter, wie konnte das geschehen? Sie saß an einem schönen Maientage ganz allein in dem alles belebenden Zypressenwäldchen, welches immer ihr Lieblingsaufenthalt war. Der Bösewicht schlich unbemerkt hinein, belauschte sie und nebst seinem bösen Herzen auch die Macht, sich in jede erdenkliche Gestalt zu verwandeln. Auf diese Weise hatte auch Pamina. Dies ist der Name der königlichen Tochter. Oh, Pamina, du mir entrissen in der Hand eines üppigen Bösewichts bist vielleicht in diesem Augenblicke. Ach, schrecklicher Gedanke. Lästere der holden Schönheit Tugend nicht. Trotz aller Pein, wie die Unschuld duldet, ist sie sich immer gleich. Weder Zwang noch Schwein. Sag, wo ist des Tyrannen Aufenthalt? Sehr nahe an unseren Bergen lebt er, in einem angenehmen und reizenden Tale. Seine Burg ist prachtvoll und sorgsam bewacht. Kommt, Mädchen! Führt mich, Pamina sei gerettet. Der Bösewicht falle von meinen Armen. Das schwöre ich bei meiner Liebe, von meinem Herzen. Was ist?
Ich kann nichts tun, als dich wegtragen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich wegtragen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Doch schön.
manchen Sommer bei dir und schlief doch nie zu viel. Sarastro dich geschickt. Du vertrittst doch auch deren Geist. Ein böser Geist? Schon wieder? Was denken wir eigentlich? Ich bin der beste Geist von der Welt. Bist du allein? Quatsch! Eben, als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat sich in dich verliebt. Schon klar. Ja, klar. Er wird dich befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe zu dir. Liebe? Schon recht. Ja, diese große Liebe war der Peitschenstreich. Und wo ist er denn jetzt, dein toller Prinz? Ja, da steckt eben der Haken. Wir warten noch auf die drei holden Knaben, die unsere Wegweiser sein müssten. Drei holde Knaben. Du, der Vogelfänger, und ich, die Prinzessin. Klar, schöne Märchen, die du da erzählst. Nix Märchen. Du wirst Augen machen, wenn du den schönen Jüngling erblickst. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie vergnügt bis an ihr Lebensende. Zu fühlen ist dann der Wahn.
Knaben, sei ewig mehr ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Doch zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Wo Tätigkeit thronet und der Mäßiggang weicht, erhält seine Herrschaft das Abfall nicht leicht. Ich wage mich mutig zum Pforte hinein.
Führt mich der Tod zu dir, führt mich
Thank you.
Thank you.
sie in dem Wasser ertränken, in dem ihr euch reinigt, und sollte ihr... Was für eine schreckliche Nacht! Papageno! Bist du doch da? Ich? Ja, freilich. Wo glaubst du, sind wir? Wo? Wenn's nicht so finster wäre, wollte ich's dir schon sagen. Aber so... Seid ihr bereit, dafür alles zu tun?
ist es Zeit zu weichen, einen Schritt weiter, und ihr seid verloren. Weisheitslehre sei mein Sieg, Pamina mein Lohn. Du unterziehst also jeder Prüfung dich. Jeder. Papageno! Bist auch du bereit, dir die Weisheitsliebe zu erkämpfen? Zu kämpfen ist meine Sache nicht. So hab ich mir gedacht. Ich bin doch Pazifist und verlange auch im Grunde gar keine Weisheit. Die bekommst du auch nicht, wenn unsere Prüfung nicht bestehst. Was wären das denn theoretisch für Prüfungen? Naja, so das Übliche, ne? Also nicht schweigen, Tod nicht scheuen. Na super. Wir erlegen euch ein heilsames Stillschweigen auf. Dies ist der Anfang eurer Prüfungszeit. Was er nicht spricht, kommt. Und wer sie weiß, ist dran. Wer denkt, was er nicht spricht, kommt.
Das Mädchen macht mich noch verrückt. Das Feuer, das sie mir glimmt, wird mich noch völlig verzehren. Tamino? Gut aussehende Tenor, den du mir geschickt hast. Der ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewendet. Den Eingeweihten? Unglückliche Tochter, nun bist du auf ewig mir entrissen. Entrissen? Oh, flieh, die liebe Mutter, unter deinem Schutz, trotz sich jeder Gefahr. Schutz? Liebes Kind, deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grab. Aber mein Vater übergab freiwillig den siebenfachen Sonnenkreis, den Eingeweihten. Als ich mit deinem Vater darüber sprach, sagte er, meine letzte Stunde ist da. Alle Schätze, die ich besaß, gehören dir und deine Tochter. Der alles verzehrende Sonnenkreis will ich ihm hastig in die Rede. Ist dein Geweihten bestimmt? Sarastro wird ihn so männlich verwalten, wie ich bisher. Deine Pflicht ist, dich und deine Mutter der Führung alter weißer Männer zu überlassen. Und Termin ist verloren, wenn du ihn nicht überredest, Sarastros Macht zu bekommen. Aber darf ich Termino nicht auch als Eingeweihten lieben? Thank you.
einen Mann lieben, der mit meinem Todfeind verbunden ist? Thank you.
Bambino. Psst. Das ist ein lustiges Leben. Wäre ich doch lieber im Walde, so hörte ich manchmal einen Vogel pfeifen. Psst. Ja, mit mir selbst werde ich doch wohl sprechen dürfen. Und wir zwei, wir dürfen auch sprechen. Wir sind ja Männer. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Viel weniger sonst was. Ist das für mich? Werden alle fremden Gäste auf diese Art bewirtet? Vielleicht. Setz dich her zu mir. Mir ist die Zeit verdammt lange. Sag mal, hast du auch einen Freund? Na klar. Und wie heißt er denn? Papageno.
Thank you.
nicht, Papa, Josef, musst du ein sanftes Träuchen bei Seligkeit für mich, für Seligkeit für mich, für ewig treu zu bleiben. Gib mir deine Hand.
Sie stehen nicht.
Unsere lieben Kinder schenken, so liebe Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein.
Tempel ein. Stille, 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 man dringe mir in den Tempel ein. Doch Fürstin, halte Wort, erfülle, dein Kind muss meine Gattin sein. Ich hoffe Wort, es ist gewinn, ein Herz und deine Gattin sein. Thank you.